Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Nordfriesische Marsch vielfach am Sonntag. Diese Woche gibt es Geschenke, habe ich das Gefühl, ne? Muss aber ehrlicherweise sagen, dieses Geschenk, was ihr gerade vor mir seht, habe ich schon seit Mitte Februar auf der Platte liegen, aber ich habe nie irgendwie jetzt einen Einsatzort dafür gefunden. Der liebe Andreas hat mich nochmal drauf aufmerksam gemacht und gesagt, du hast da noch was, zeig das doch mal. Das animierte BG-Logo, meine Damen und Herren, ist wieder da. Dankeschön an den lieben Andreas vom Hot Online-Team oder sein Team, wie auch immer. Danke vielmals. Das gibt es in verschiedenen Größen. Wir haben das schon ein bisschen rumgetestet. Wir hatten auch tatsächlich, hier haben wir noch eins platziert, auf Gebäuden. Wir hatten noch ein großes. Hier oben drauf, das war zu doll. Das war zu doll. Da müssen wir uns nochmal einen besseren Bereich für suchen. Aber wir haben das jetzt in drei Größen. Das ist das mittlere und das ist das kleine, was sich hier dreht. Bringt auch ein bisschen Geld im Monat. Es ist halt eine Produktion, beziehungsweise es ist ein Windrad, ne? Aber es sieht cool aus. Gefällt mir. Gefällt mir richtig, richtig gut. Dankeschön nochmal. Gut. So. BG UFO. genau. Wir haben natürlich durch den Neustart, haben wir oder habe ich, muss ich die ganzen Helfer wieder ansetzen. Weil die natürlich gesagt haben, was ist denn los hier, Feierabend? Nee, ist nicht Feierabend. Weiter geht die wilde Fahrt. Was haben wir denn noch für Missionen offen? Das ist abgeschlossen, sehr gut. Wo warst du, mein Freund? Ach, du machst einfach weiter, ne? Du weißt schon, wo du warst. Du bist fertig. Die Mission habe ich gerade abgegeben. Haben wir noch eine Flugmission für dich, mein Freund? Weil so eine Flugmission, die geht ja immer, ne? 28.000 Euro. Welt 49, habe ich gehört, müssen wir mal hinfahren. Bam, 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 bam. 49, jo. Aber schön, dass du dafür einen Neustart neu gestartet hast. Natürlich, ist ja das Mindeste, ne? So, hier waren wir auch bei. Ah, das dauert länger, ne? Das dauert einfach nur länger. Patrick, dankeschön für dein Gift des Sub. Dankeschön. Und der liebe Olaf ist im zweiten. Olaf, grüß dich. Dankeschön. So, läuft, 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 läuft. Es wird dunkel, ne? Es wird dunkel, meine Damen und Herren. Ich überlege jetzt gerade, wäre es denn jetzt sehr, sehr, sehr schlimm, wenn ich schlafen gehe? Nur theoretisch. Wäre es schlimm, wenn ich schlafen gehe? Es hat nämlich mehrere Vorteile. Wir hätten neue Missionen und wir hätten neue Sonderangebote, wenn ich jetzt schlafen gehe. Und eigentlich laufen die Missionen ja so weiter, wie sie sind. Also von dem her. Komm, auf den Sonntag gehen wir mal schlafen. Auf den Sonntag. Legen wir uns mal hin, 12 Stunden. Kleines Mitternachts. Einfach mal ein bisschen schlafen. Feld 2 abgeschlossen. Wir können doch noch nicht schlafen gehen. Warte. Was ist denn die... Ach, Düngen, okay. Schlafstream, nö. warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn mein Schlafbereich eigentlich? Nee, das ist Umziehen. Wo ist denn eigentlich mein Schlafbereich? Den habe ich noch nicht rausgefunden. Nee. Was haben wir hier? Ah, hier ist mein Schlafbereich. Auf der Holzbank im Flur. Na geil. Warum möchtest du wegwerden? Ich denke, Simo ist angenehm, ne? Ich denke, Simo ist angenehm. Komm. Das ist die erste Nacht, die wir gerade überspringen, meine Damen und Herren, ne? Nur, dass wir mal im Klaren sind drüber. Das ist die erste Nacht, die wir gerade übersprungen haben. Oh, so. Da bin ich jetzt tatsächlich sehr gespannt, ob wir denn neue Missionen bekommen haben. Erstmal gucken wir Sonderangebote. Ich muss gerade mit mir selber ein bisschen kämpfen. Tut mir leid. Oh, den Kühen geht's ja nicht ganz okay, ne?
So, was haben wir hier drin? Lass uns mal gucken. Düngen haben wir nicht viele Missionen bekommen. Ernten sind ein paar dazu. Oh, Roda. Ui. Grobern. Ach, Grobern, ne? Alter, Grobern wird immer noch attraktiver, ey. Wenn wir mal jetzt den Lachs am Tisch hauen, ne? Und ich jetzt rechne. 300.000 Euro. 300.000 Euro. Dankeschön, Andreas. Vielen, vielen Dank. Dann, und wenn wir... Dann, warte mal, der hat jetzt... Der hat, wie viel PS hat der? 468 PS. Und wir schicken 300.000 Euro. Wir merken uns 300.000 Euro, meine Damen und Herren, ne? Wir machen jetzt diese Missionen hier. 60.000, 80.000, 130.000, 200.000, 280.000. Wenn ich all diese Missionen mache, sind 95% des Schleppers bezahlt. Wo ist denn der Sir Mock? Mr. Investment. Was sagen wir denn dazu, Mr. Mock? Also, viele wissen ja nicht, aber der Mock ist mein Finanzberater. Ich muss immer alles mit ihm abstimmen. Na? Eigentlich wäre doch das eine Investition auf lange Sicht, wo sich das Gerät von alleine bezahlen würde, mehr oder weniger natürlich. Und wir hätten dann immer noch einen Mehrwert mit den folgenden Missionen, die ich daraus noch machen kann. Oder bin ich falsch? Weiß ich nicht, aber... Ich würde sagen, wir machen es. Wir können uns das noch nicht leisten, aber wir können uns schon mal die Mission annehmen. Annehmen. Wir machen mal die Zeit runter auf 1 und warten, bis die nächste Mission fertig ist, damit wir uns das leisten können. Wir sind auf Go. Sehr gut. So höre ich das gerne. Wie viel fehlt denn jetzt noch? Ich glaube, 20.000 Euro fehlt. Okay. Wo bekommen wir jetzt schnell 20.000 Euro her? Warte mal, was sagen denn die ganzen Missionen? 12%? Oh, das wird lange dauern. Oh, das wird lange dauern. Also mal schnell wird nix. Der ist hässlich. Das ist egal. Das ist egal. Wir werden den eh nicht so oft zu Gesicht bekommen, weil er einfach immer unterwegs sein wird. Wisst ihr, was ich meine? Von daher... Easy peasy. Oh. Ei. Muss ich machen, ne? Jungs. Muss ich machen. Was war das? Also das, das ist jetzt halt, das... Kannst du sehen, wie du willst, aber das muss ich machen, ne? Andreas, danke, dass du da warst. Schönen Abend noch und vielen Dank nochmal für den Umbau. Danke. Vielen Dank. Es ist wieder klassisch, ne? Es ist wieder klassisch, Marsch. Alles auf einmal, alles sofort und alles muss eigentlich schon fertig sein. So, den hier mal schnell ansetzen. Ach, ei. Mischration verkaufen. Moment. Eins nach dem anderen. Wir müssen jetzt mal irgendwo systematisch anfangen. Wir haben eine Mission angenommen auf der 41. Mein Freund, du fährst auf die 41, aber ganz Dalli. Zack. 41. Jo, go for it. So, was ist das? Das ist... Da ist ein Vendor dabei. Okay. Zwei Windräder aufstellen, noch eine Stunde. Nein, das ist ja langweilig. Das ist ja wirklich langweilig. Soll ja auch schon so ein bisschen eine Herausforderung sein, ne? Albatros, vielen, vielen herzlichen Dank dir für 5 Gifted Subs. Danke dir vielmals für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Sag mal, Werner, das hat auch schon mal besser geklappt, ne? Ich kann es nicht an... Ach. Heu. Das wäre auch Heu. Das wäre Silage. Aber das ist halt bäh.
93, das wäre Heu und nochmal Heu. Das sind 3 Heu-Missionen. Wo ist Boxes Büro? Boxe arbeitet von zu Hause, der hat kein Büro. Da haben wir nochmal eine dicke Ernte. Oh. Oh. Ei. Ei. Chat, was machen wir denn? Ei. Ei, 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 ei. Boah, ich wäre ja für beide, ne? Die hier und die hier. 2x Zuckerrüben. Eieieiei. Eieieiei. Das ist ja. Machst du nix, ne? Albatros. Nochmal 5 hinterher geschossen. Danke dir vielmals. Vielen, vielen herzlichen Dank, Albatros. Danke dafür. Danke, danke, danke. Vielen Dank. So, du fährst jetzt nach Hause, mein Freund. Ich brauch dich. Ich brauch dich dringend. Düngen können wir später, wenn wir nochmal einen ruhigen Moment haben. Hof. Es hat sich doch gelohnt, vorzuspulen. Erinnert mich bitte daran, beim nächsten Mal, wenn ich dran zweifle, vorspulen. Immer vorspulen. Ron, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend. Grüße, Grüße, Grüße. Wie geht's dir denn, Ron? Alles klar wieder? Hoffe ich doch. Eieiei. So, läuft, läuft, läuft. Hey, ich hab Vorfahrt. Doch, gewusst. Der 1050 fährt falsch. Ne, der fährt noch Vorgewende ab. Guck mal, der hat das Ding oben. Der hat hinten oben. Der sucht sich jetzt nur einen Punkt und fährt dann Bahnen. Zim, 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 zim. Hoffe ich auch. Jo, mir geht's tippitoppi. Mir geht's tippitoppi. Du weißt ja, was man sagt, ne? Schlechten Leuten geht's immer gut. Von daher bin ich safe. Ich würde mir mein Büro in der Kaffeeküche einrichten. Passt das? Nö, Andi, du bist raus. Du bist einfach nicht erwünscht im Büro, weißt du? Sag dir, wie es ist. Wir nehmen nicht jeden auf. Du musst mindestens so lange dabei sein, ununterbrochen. Dann hast du Anrecht auf ein Büro. Davor nicht. Tut mir leid. Kann dir irgendwann einen LKW kaufen mit einer Schlafkabine drin. Aber mehr ist einfach nicht drin aktuell. Tut mir leid. Da muss ich einfach mal hart sein, weißt du? Wie bei mir. Sege, danke dir für dein Gift, Mann, die lieben Ron. Vielen, vielen Dank. Möchte mein Büro. Ihr bekommt keine Büros. Nein. Wir können doch das Gebäude nicht aufstocken jetzt auf einmal. Wo kommen wir denn da hin? Flipchart, roter Stift und Taschenrechner. Da kann ich mir den Zermok so gut vorstellen, ne? So gut. Also wenn ihr ein Büro bekommt, ne, dann muss Andi und Zermok sich ein Büro teilen. Dann baue ich selber ein. Mach das. Mach das. Eigentlich wollte ich nur das goldene Geschenk haben, weil es gut aussieht. Oh. Nur Verrückte hier, ey. Zack. Oh Gott. Ja, das ist... Ich mag die Regel nicht. Ah, weil du hast kein Vorgewende genommen. Nein! Warte, 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 warte. Das den Zuko sieht, habe ich wieder eine böse WhatsApp-Nachricht. Ja, ist doch gut. Haben wir die Breitablage an? Ich glaube, ne? Ja, siehst, läuft doch wie ein Butterbrot. Dauert es bei dir auch immer so lange, bis die Wiese wächst? Habe ich jetzt nicht drauf acht gegeben, muss ich gestehen. Tut ich nicht. Und Albatros nochmal, Dankeschön für dein Gift-Sub an den Sir Mock. Vielen, vielen Dank. So, ich würde vorschlagen, dass wir den Klaas jetzt gleich mal zum Schwaden losschicken. So, Lieben, habt viel Spaß bei, bis die Tage, gute Nächte. Joron, gute Nacht, tschüssi. Alpenflair, grüß dich, guten Abend, hallo. Es ist schon, wird's langsamer mit der Zeit? Das war doch schneller vorhin, oder nicht? Oder sehe ich falsch? Chat? Das war doch schneller vorher. Oder bin ich jetzt komplett Banane?
Ach so. Jetzt ist angenehm, ne? Der Wind lässt nach. Ach so. Ah. Guck mal. Gut, vorher war es ja wirklich stressig, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Aber. Ist der Andreas? Andreas, du bist schon weg, ne? Ist der Andreas noch da? Ich hätte noch eine Frage an ihn gehabt. Ah, er ist schon weg. Muss ich ihn anschreiben? Kein Problem. Ich wollte ihn ja fragen, wie es mit der Waschanlage aussieht mit 22er, ne? Da weiß ich ja noch nicht. Habe ich noch nicht gesehen, du. Aber eigentlich brauche ich die Waschanlage wieder. So, den schicken wir jetzt auch mal los. Man schickt den Gruppe weg. Ja, wir haben ja noch das Gerät nicht dafür, weißt du? Das ist ja ein bisschen schwierig. So, aber vielleicht in der nächsten Folge. Meine Damen und Herren, für heute sind wir fertig. Dankeschön fürs dabei sein, fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder, wenn du möchtest. Oder wenn ihr möchtet. Zu einer weiteren Folge hier auf der wunderschönen NF Marsch. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.